21:34 Uhr. Ich sitze noch an meinem Computer und mache mein Referat für die Schule fertig, um danach schlafen zu gehen. Ich muss morgen nämlich früh raus. Ich schreibe gerade die letzten paar Wörter und ende. Mein Referat ist endlich zu Ende. Ich drücke eben noch auf das Druckzeichen und gehe ins Wohnzimmer, denn da steht der Drucker. 22:06 Uhr. Ich gehe ins Bett, um zu schlafen. Ich lege mich in mein warmes Bett und kuschel mich in meine Bettdecke ein. 22:34 Uhr. Ich war schon im Halbschlaf, als mich ein Geräusch unter meinem Bett aufweckte. Ich dachte zuerst, da wäre jemand, aber das kann ja nicht sein. Meine Eltern sind nicht da und Geschwister habe ich nicht. Ich denke einfach, dass es eine Einbildung war. Wer bildet sich denn keine Sachen ein, wenn er im Bett liegt, alleine ist und es überall dunkel ist? Ich entschließe mich einfach, weiter zu schlafen, damit ich morgen nicht allzu müde bin. 12 Minuten nach Mitternacht. Ich werde wieder durch ein Geräusch unter meinem Bett wach. Diesmal war es lauter. Ich frage mich, ob es wieder nur reine Einbildung war oder ob unter meinem Bett was lauert. Ach Quatsch, da ist keiner. Und da kann auch keiner sein. Meine Eltern sind nicht da. Und selbst wenn, würden sie sowas doch nicht machen. Ich beschließe, mich noch einmal hinzulegen und zu schlafen. 1:48 Uhr. Ich werde wieder wach, aber nicht durch ein Geräusch. Diesmal war es ein lautstarkes Kratzen unter meinem Bett. Ich kann es diesmal nicht als Einbildung abstecken. Es war da, ich habe es gehört. Ich sehe zu meiner Nachttischlampe und frage mich, ob ich sie anmachen und nach unten sehen oder nur so tun sollte, als ob ich schlafe, damit egal was unter meinem Bett liegt, nicht bemerkt, dass ich wach bin und ich vielleicht bis morgen warte, bis meine Eltern wieder da sind. Meine Gedanken werden von einem noch lauteren Kratzen unterbrochen. Ich schnappe nach Luft und merke, dass mein Herz laut am Pochen war. Jetzt war es egal, es wusste, dass ich wach bin. Ich streckte schnell meine Hand aus, um das Licht anzumachen. Als meine Hand außerhalb des Bettes war, bemerkte ich einen festen Griff an meinem Arm. Egal was es war, es hatte Krallen. Sie bohrten sich in mein Fleisch. Ich schrie auf. Jetzt sehe ich, was unter meinem Bett war. Es sieht mich an mit seinen pechschwarzen Augen. Das Monster schaute auf mich hinunter. 12:27 Uhr. Meine Eltern kommen zurück und gehen in mein Zimmer, da sie bemerkten, dass meine Schultasche noch da war. Jetzt sehen sie mich mit aufgerissenem Bauch. Meine Augen wurden rausgerissen und ich lag da. Ihr fragt euch, wie ich das hier noch schreiben kann, oder? Ich schreibe das direkt aus dem Jenseits.